Oberes Motorlager. Ersetzen, tauschen. Volvo V70. Das obere Motorlager. Die Aufhängung seht ihr hier. Das Bauteil ist das. Dafür müssen wir diese beiden Schrauben lösen. Diese. Die zwei hier. Und das. Und ihr seht, warum ich es wechsle. Dort ist ein Riss. Im schlimmsten Fall wird das durchgehen und dann habt ihr beim Lastwechsel, beim Starten etc. den Motor nicht mehr schön aufgehangen, sondern der wabbelt dann rum. Und wir müssen noch das hier abwenden. Dafür brauchen wir das Ersatzteil, Ratsche, Mini-Ratsche mit einem 30er Torx, dann eine 14er oder 13er Schlüssel, Mausschlüssel und was haben wir hier? 15er Nuss, eine 14er Nuss und noch eine 10er. Auf geht's und lösen die Abdeckung, damit wir an die untere Schraube dran kommen. Dazu benutzen wir die kleine Ratsche mit dem Torx. So, alle Schrauben, die ihr oben habt, müssen raus. Die. Alle raus. Wie ihr seht, habe ich jetzt alle entfernt. Jetzt können wir hier das hochholen und kriegen es so daraus. So. Jetzt haben wir es. Jetzt kommen wir da dran. Das kann erstmal so da bleiben. Jetzt kommen wir an die Schraube hier und dort dran. So. Da. Gut. Jetzt entfernen wir erstmal diesen Bolzen hier. Ratsche auf die eine, was zum Konten auf die andere. Und aufschrauben. So. Dann können wir dies herausdrehen. Und den brauchen wir gleich wieder. So, jetzt haben wir ja den Bolzen raus. Jetzt müssen wir diese und diese lösen. Wir nehmen dafür einen 14er Schlüssel, gehen von hinten durch und lösen die Schraube. Na? Wir lösen aber nicht meine Kamera, oder? Nein, nein, nein. So, die Schraube lösen. Die war was fest drinne. Müsst ihr schön geschmeidig rauskriegen. Ja. Na komm schon. Drehen und drehen. Und jetzt haben wir sie gleich. Der Bolzen springt uns entgegen. Na komm. Boah, nächstes Mal dreh ich nicht im Video, oder? Guck mal, ich drehe jetzt ein Video, wie man eine Schraube dreht. Ihr dreht sie nach links raus und nach rechts wieder rein. Jetzt haben wir sie. So. Tete. So, dann gehen wir hin. Ratsche. Ich habe jetzt noch eine Verlängerung dazu geholt. 14er. Und geht hier dran. So, auch lösen. Und dann könnt ihr hier die Verlängerung abnehmen, wenn ihr es angelöst habt. Und geht so rein und könnt ihr euch so super schnell herausdrehen. Okay. Da haben wir sie. So, noch kurz checken, ob sie gleichen sind. Jo, alles klar. Rechte Seite erledigt. Oder eher gesagt, von Fahrgastzellen gesehen, linke Seite. So, mit die Schraube und die raus. Das ist jetzt, wenn ihr vom Fahrgastraum schaut, die rechte Seite. So, auch wieder. Was ist das jetzt? 14er Nuss. Und raus damit. So, da haben wir die erste. Und hier haben wir die zweite. Bolzen extrahiert. Als nächstes kommt noch eine Verbindung. Die wird mit einer kleinen 10er Nuss rausgeholt. So. Auch wieder andrehen und dann extrahieren. So. Da haben wir sie. Damit ist unser Bauteil jetzt frei. Dann können wir das Bauteil so nach vorne ziehen und herausholen. So. Da haben wir es. Da
kommen gleich die Schrauben wieder rein. Und dann haben wir unser altes Bauteil. Und wie ihr seht, ist es sogar schon aufgerissen. So, Vergleich alt und neu. Ihr seht, hier ist wirklich schon viel gearbeitet worden. Und hier ist alles fresh. Auf damit, rein, let's zurück. So rum geht's rein. Fahrt es wieder zurück in Position. So, dass alles wieder übereinstimmt. So, so ist gut. Hier wieder gleich die Höhe einwählen wie vorher. Und jetzt zum Verschrauben an. Bolzen rein. So, den ersten. Den vorderen. Jetzt holt ihr euch das Massekabel. So, rein damit. Und diese kommt da rein. Gut, jetzt wieder festziehen. Schön festdrehen. Und mit der Ratsche dann später alles reinsetzen. Den, den und den. Und dann festziehen. Gut festziehen mit der Ratsche. Und damit haben wir die erste Seite fest. Da kommen die kleineren Bolzen rein. Also wir hatten auf der rechten Seite vom Fahrerhaus gesehen die langen Bolzen und auf der linken Seite vom Fahrerhaus gesehen die kürzeren. Denkt daran. So, auf geht's. Rein damit. Hier müsst ihr dann wieder von der Seite mit dem Maulschlüssel festziehen. So. Erste Seite fertig. Ratsche dran. Und schön festziehen. So. Und wie gesagt, hier mit dem Maulschlüssel. Okay. Bei unserem hinteren natürlich jetzt wieder 14er Maulschlüssel. Schön dran halten. Und oh, festziehen. So, damit haben wir alles hier und hier auch festgemacht. Nochmal nachziehen. Oh ja, ist fest. Sehr schön. Wieder unsere Abdeckung zurückbauen. Quetscht sie wieder rein. So. Wieder in Position gebracht. Gleich müssen wir das noch verschrauben, aber zuerst werden wir jetzt hier den Bolzen durchschieben. Jetzt packen wir wieder unseren Bolzen und der Mutti rein. Bolzen von der rechten Seite durchschieben. Da ist er. Und mit der Mutti auf der linken Seite kontern. So, schön. Dann wieder was zum Gegenhalten und mit der Ratsche festziehen. So, ich habe falsch rum eingestellt. So, ihr müsst den Motor jetzt nicht irgendwie hochheben etc., denn das hier hält alles gut so wie es ist. Das ist nur dafür, wenn ihr im Lastwechsel seid, dass es dann zu einer nicht so. Ich habe schon wieder falsch rum eingestellt. Mann, Leute, sagt doch mal was. Meine Güte. So, das ist nur dafür da, dass der Motor bei Lastwechsel schön auf Gummi gelagert ist. So, also rein damit, versucht es wieder hinzubekommen, wie die Stellung vorher auch war. Hier hinten konter ich die Mutter und hier ziehe ich sie fest. So, festgezogen. Wieder in Position. Deckungsschräubchen aus, mit Torx, handfest eindrehen und erst dann mit der Maschine, also mit der Mini-Ratsche wieder festdrehen. Das macht ihr jetzt dort, 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 dort und dort. So, damit ist unser Motor jetzt wieder oben gut gelagert. Ihr seht, alles frisch und frisch. Wenn ich dran wackel, gibt es auch noch schön eine Bewegung. Das heißt, wir haben diese Schraube oder Bolzen, die Masseleitung und diese zwei hier unten gut angeschraubt. Dort hinten die eine ist auch fest. Und hier den Bolzen mit der Mutti haben wir auch wieder montiert. Damit können wir wieder weiterfahren. Gut, aber vergesst nicht, die Abdeckung noch festzuschrauben. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.